Willkommen zum nächsten Part. Wir sind jetzt auf der Suche nach dem Weiner. Was auch immer das sein soll. Und ja. Okay. Wir sind noch nicht richtig, glaube ich. Ne? Die Atmosphäre ist schon heftig, ey. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Ist richtig. Aufseher Martin ist da. Er sitzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen. Okay. So, erstmal kurz gucken, Kräfte. Ich hab 4 Runen. Warte, die Ratten, also. Ja, ne? Würde ich mal so sagen. Geben wir uns die Ratten, ne? Können wir Ratten beschwören, das ist doch geil. Geht das? Geil. Oh, RIP. Ups. Das war so nicht geplant. Sie sind unten gewesen? Ja, ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Ich habe dich gerade umgebracht. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns für Edel Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die 2 Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Okay. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten. Alles klar. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kumpel, versteht's.
Ich bringe sie zur Golden Cat, wenn sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Bin ich. Das klingt immer so knochenbrecherisch, wenn er die anlegt. Ich werde sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corporal. Den restlichen Weg müssen sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clevelin Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme. Chaosfaktor. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Du lässt eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weiner auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders. Das Ende ist düsterer. Okay. Also sollten wir erstmal so spielen, dass wir... Alles klar, Digga. Ah, das ist so ein Wachturm, ja? Tom. Der Turm ist echt dämlich. Du bringst mich immer zum Lachen. Stimmt, ich habe meine Dinger noch nicht ausgerüstet, ne? Kräftig, die Klappen wollte ich noch. So, jetzt. Schon Blut drunter sich auf jeden Fall.
gucken wir mal ganz kurz Ziele. Trifft. Destillerie. Wir gehen erstmal zur Destillerie. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu machen. Das so? Ich finde dich schon auch. Du auch nicht. Glaub nicht. Ich denke, du hast andere Probleme. Das ist gut. So, 3 von 6 haben wir schon mal. Fuck. Weil die Maus aber nicht funktioniert, läuft. Nicht so. Alter. Ja, übertreibt der Junge. Ja. Weiß ja überhaupt nicht so Spaß mehr. Was ist ja null zu Spaß. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Okay. Der denkt, ja, der hat Tränke, das ist gut. Ich hab immer alles, was du hast, Digga. Alles, was du hast, alles. Ich hab mich halbwegs heilen. Boah, Digga, endlich. Sehr schön. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Er will reden. In der Destillerie.
Wenn du nach Slackjaw suchst, der ist in der Destillerie. Geh weiter. Gut. Dann gehen wir in die Destillerie, Leute. Oh nein, 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 nein. Tut mir nichts, Mann, tut mir nichts. Dazu, dir das wegzunehmen. Slackjaw wartet schon. Natürlich. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slackjaw hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter. Ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Trink zum Letzten. Das ist mein Motto. Was glotzt du so blöde? Halt's Maul! Für die Ratten. Wo ist denn Slackjaw jetzt hier? Ist hier unten oder irgendwas? Ja, da unten ist er. Meine Männer hatten recht. Okay. Siehst aus wie einer, der zum Töten aufgelegt ist. Sorry. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Ja. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in dieser Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Hey. Okay.
Gut. Die Pendletons sind echt hässlich. Wir machen jetzt die Pendletons, wir machen die Hauptstory. Digga, was ist los mit dir? Hey, du in der Maske! Du siehst aus wie ein Clown! Ja, ich bezahle gleich Clown, Alter. Aber was haben die alle mit ihrem Was ist, denkst du, das sind Tauben oder was? Hier ist schon weiter, kleiner Mann. Was ist das Problem aus? Bitte, kleiner Mann, Digga. So ist das. Hallo, holen wir uns diesen Kerl! Okay. Golden Cat geben wir jetzt. Unmöglich! Nett, nicht wirklich. Achtung, Bürger von Dunbar. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Möge der Geist des Oberaufsehers sich verflüchtigen und eins mit dem Kosmos. Zum Abendessen. Kommt, meine kleinen Vögelchen. Kommt her. Die Lumpengräfin tut euch nicht. Ja, die Lumpengräfin. Du schon wieder. Das ist schädlich. Warum kann sie nicht? Ach so, 3 von 3. Nimm mir die Rache weg und mach einen gesunden Appetit. Das kann doch nicht sein. Na, Lumpi? Geliebter, bist du es? Nein. Nein, du bist tot. Tot, tot, tot. Ja, okay. Gesehen. Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen. Ich würde nur sagen, dass ich meinen Teil bin. Mal gucken, wie wir am besten reinkommen. Dreckige Schlammkrähe. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche. Nein, ich hoffe für meinen Jungen, damit er nicht krank wird. Danke, Sir. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Sehr gerne. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Moment, nehmen Sie dies. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunstcenter an der Hauptstraße. Ich habe für ihn gearbeitet. Vor der Seuche. Er hat alle Diener entlassen, okay. Aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Schon wieder? Gut. Jetzt aber zu Golden Cat. Patrouille
Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. Nahe der Solger Square wurde die Gegend jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. Ja, zur Golden Cat. Digga, das ist... tut mir leid, da muss ich jetzt einfach durchrushen. Das ist... das. So, spiel auf deine Art verschiedene Optionen. Die Umgebung, durch die du dich bewegst, verschiedene Wege bereit, die unterschiedlichen Herangehensweisen an deine Mission ermöglichen. Halte Ausschau nach Vorsprüngen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. Okay. Du bist hier. Ich muss also hier rechts und da links und da rechts rein. Wachen! Zu mir! Hinter ihn! Oh, what the... Was? Was ist da drin? What the fuck? Das ist ja übelst der Kämpfer. Wie viele Sachen hier einfach sind.
da draußen. Verdammt! Ihr zingelt ihn! Oh, Hilfe! Will mir denn niemand helfen? Tun Sie mir nichts. Du wärst blutend. Er kommt uns nicht leben. Das war's mit dir. Belastend. Verdammte, hilf mir doch jemand! Hab ich. Bitte, ich hab dir geholfen. Warum ist noch Rune? Sein mächtiger Wind, der Gegner tötet. Okay. Holen wir uns jetzt das hier. Ah ne, das können wir noch gar nicht, schade. Warten wir noch, weil ich brauche das auf jeden Fall. Der Hans, da ist. Leid. Aber jetzt kann ich nämlich die Beherrschung. So, da kann ich mich jetzt auch Ratten übernehmen. Und auch andere Menschen, glaube ich, oder? Bringt das auch nochmal was? Ja,
diese Stelle behalten. Bin ich denn jetzt hier da? Okay, bla 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 bla. Okay, ziemlich groß hier. Ich will das aufmachen! Okay. Zum Elfenbeinzimmer. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Ich denke, du hast einen Kauder, dass du den Wer bist du? Ups. Vorsichtig. War das nicht geplant, aber hey, es hat geklappt. War wirklich sehr leid. Endlich. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? So wie letztes Mal, verstanden? Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? What the fuck? Die Pendletons sind hier, nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen, ihnen Tausende gestohlen. Okay. Du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Hab ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Rache, Rache. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Was ist los mit ihm? Ruf meine Diener. Wir sind fertig. Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Was zum... Wer bist du? Was willst du? Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 879. Nimm alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. Bitte, mein Herz macht das nicht mehr mit. Frag mich, was du willst. Ja, ich habe die Pendletons betrogen und ich war bei den Brimstons. Sie verehren den Outsider. Ich hab's gesehen und selbst mitgemacht. Okay. Oh, das war wohl zu viel, oder? Das tut mir jetzt aber wirklich leid. Aber er lebt ja noch. Also. Ja, schade. Jetzt schläft er. Wie süß.
jetzt ist er tot. Und damit du nicht alleine bist, ne, hier, bitteschön. Bitteschön. Oh, ich bin so skrupellos gerade. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Cut. Ich bin schon wieder bei 40 Minuten. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao.